Da sind wir wieder zurück beim Abwassertalk. DJ Daniel Jering und Klaus Hirk, wir grüßen euch. Schönen guten Tag, Leute. Der Klaus ist ganz aufgeregt übrigens. Ja, wir haben echt viel Feedback gekriegt so von dem Ganzen. Das haben wir eigentlich so aus Spaß letzte Woche mal angefangen. Und wir haben jetzt schon irgendwie über 100 Aufrufe auf YouTube und als Podcast zusammen und haben auch schon 40 Follower bei Instagram. Daniel, jetzt hören sich das sogar noch Leute an. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir hier erzählen. Das ist echt unglaublich, ne? Ja, stimmt schon. Also wir haben uns natürlich auch ein bisschen die Kommentare angeschaut, was Leute so als Feedback hatten. Ich habe es mir hier mal runtergeschrieben, Daniel, du kannst ja ein bisschen ergänzen. Also wir sollen auf erstmal nicht so viel labern, weil es ging hauptsächlich an mich. Ich glaube, alter Laberkorb hat einer gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das abstelle, ich versuche es. Ich glaube, das Feedback war einfach, wir sollen, wenn wir was sagen, mehr Inhalt reinbringen. Okay. Mal schauen, ob uns das gelingen wird. Dazu haben wir natürlich die Gäste eigentlich dabei. Es war ja auch ein Feedback, sobald der Sascha beim letzten Mal dabei war, der Sascha Koblis von den Wasserbetrieben, ging der fachliche Inhalt doch merklich nach oben. Ja, ich sag mal, die Seriosität bringen unsere Gäste mit. Wir sind für die Unterhaltung da, oder? Ja, so kann man das vielleicht sagen. Wir haben natürlich auch diesmal wieder einen Gast, ne? Diesmal sogar einen Doktor, den Dr. Heinz Hiegemann, der Dritte, glaube ich. Warum der Dritte, hören wir nachher noch, von der Emscher Genossenschaft. Der wird uns dann im zweiten Teil so als Gast zugeschaltet. Der ist bestimmt auch schon ganz nervös oder auch nicht. Das werden wir sehen. Ansonsten haben wir noch das Feedback bekommen, dass wir, wie gesagt, mehr Content bringen sollen. Einer hat geschrieben, vielleicht, was machen wir so in der Freizeit während dieser ganzen Corona-Krise? Vielleicht auch mal interessant. Und es hat noch jemand geschrieben, Daniel, wir sollten vielleicht ein bisschen was machen für Leute, die nicht so ganz firm im Abwasser sind oder neu sind. So eine Rubrik irgendwas zu... Abwasser einfach erklärt oder sowas, ne? Genau, Abwasser. Wir haben das jetzt einfach mal gedacht, Daniel und ich haben gedacht, wir nennen das einfach Abwasser einfach erklärt und haben gedacht, naja, vielleicht macht man zum Anfang mal, wie so ein Abwassernetz überhaupt funktioniert, wenn jetzt jemand dazuhört hier auch, die Zuhörer, die eigentlich nicht im Abwasser unterwegs sind oder die vielleicht nur Angehörige sind von oder Kinder oder Freunde von denen, die im Abwasser unterwegs sind, machen wir sowas einfach mal als Folge und dann können wir sowas erklären. Dann haben wir einfach gedacht, wie kommt man von der Klospülung bis zum Fluss? Also wie fließt das Abwasser von der Klospülung bis zum Fluss? Ja, da hatte ich mir mal rausgesucht, Trulli Tropf. Kennst du das eigentlich? Ich kenne das nicht. Also ich kenne das wirklich nicht. Also du kennst das gar nicht. Hast du jetzt wirklich auch nicht mal gegoogelt in der Zeit? Lass uns doch noch mal einmal kurz die Leute von draußen mitnehmen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Folge, die wir gemacht haben, die war so total spontan. Also Klaus und ich haben gesagt, ey, wollen wir jetzt nicht einfach mal einen Podcast aufnehmen? Und dann haben wir einfach auf Aufnehmen gedrückt und haben einfach losgelegt. Ohne irgendwie wirklich einen Plan zu haben, über was wir jetzt überhaupt sprechen wollen. Haben dann auch mehr oder weniger ganz spontan einfach einen Gast mit hinzugeholt. Und ja, bei dieser Folge ist es jetzt so gewesen, wir haben uns wirklich mal Gedanken gemacht, wie wir jetzt mehr Inhalt reinbringen können und wie wir vielleicht diesen Podcast auch besser strukturieren können. Bei diesem Thema, Abwasser einfach erklärt, hat dann Klaus zu mir gesagt, hey, kennst du nicht Trulli Tropf, wollen wir den nicht einfach mal vorstellen? Und ich kenne ihn wirklich nicht. Ich habe es mir jetzt noch nicht mal durchgelesen oder so. Du kannst mich einfach mal mitnehmen. Denk einfach, ich bin jetzt jemand, der Trulli Tropf nicht kennt, wie unsere Zuhörer vielleicht da draußen. Da bist du ja anscheinend wirklich nicht. Also hast du bei der DWA nicht so gut aufgepasst. Also das ist ja auch nochmal ein Thema für eine der folgenden Folgen. DWA ist ja die Deutsche Vereinigung für Abwasser und Abfall. Die ist ja so unser Fachverband, der sich um alle Sachen kümmert, die so mit Abwasser zu tun haben. Und die auch so ein bisschen Regeln setzt und Vernetzung herstellt, auch viele Veranstaltungen macht und die natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit macht für die Abwasserbranche. Unter anderem gehört da auch Jugendbildung dazu. Und da hat sich die DWA, oder weiß nicht, wie ich es genau dazu gekommen bin, ich kenne das nur, solange ich bei der DWA bin, dass es das gibt. Und das nennt sich Trulli-Tropf. Das ist ein Wassertropfen, der heißt Trulli-Tropf. Und da wird halt gezeigt, wie der Wassertropfen von der Klospülung bis zum gereinigten Abwasser in den Fluss kommt. Ja, das passt ja dann perfekt mit unserem Intro zusammen, ne? Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer schon erkannt haben, aber das soll eine Klospülung sein. Die habe ich wirklich selbst bei mir zu Hause aufgenommen. Das ist echt deine eigene Klospülung, okay? Ja. Also jetzt wisst ihr, wie bei Daniel zu Hause
das Wasser linksrum oder rechtsrum sprudelt dann, ne? Genau. Und jetzt ist die Frage, wie es von meiner Klospülung bis hin zu deinem Fluss nach Süddeutschland eventuell kommt. Kann das, Trulli ist Tropf das möglich? Ist erstmal unterwegs, ne? Der ist von der Kloschüssel unterwegs und hat dann so einen Luftballon. Also ihr müsst das vielleicht mal googeln, wenn ihr das jetzt hört, ne? Trulli Tropf, wie man spricht, Trulli und Tropf wie der Tropfen. Und wir können es ja einfach mal verlinken unter dem Video, unter dem Podcast. Wir stellen einfach mal einen Link rein von der DWA, wo man das findet. Könnt ihr euch das vielleicht mal anschauen? Ist halt super für Kinder dargestellt. Der Tropfen hat so ein Fettpäckchen dabei und ist ein bisschen schmutzig. Und unterwegs trifft er noch andere Tropfen in der Kanalleitung und dann fließen die alle in die Kläranlage rein und das Fett abgenommen am Anfang und dann wird denen der Schmutz abgenommen und dann werden die so belüftet und durcheinander gesprudelt. Und die neueste Trulli-Tropf-Folge beschäftigt sich ja auch mit der vierten Reinigungsstufe, also Arzneimittel und solche Geschichten, die natürlich nicht ins Abwasser gehören. Auch Feuchttücher, die natürlich dann die Pumpen verstopfen. Also das, auch Trulli-Tropf ist da modern geworden und erklärt so ein bisschen den Laien, wie das funktioniert. Also grundsätzlich fließt ja unser Abwasser erstmal von der Klospülung ins Kanalsystem, kommt dann irgendwann auf einer Kläranlage an. Und da wird dann das Abwasser gereinigt. Die einzelnen Abwasserreinigungsstufen, die könnte man eigentlich auch durchgehen. Ne? Also erst mechanisch, da wird dann alles, was leichter ist als Wasser und schwerer ist als Wasser, irgendwie rausgenommen. Dann wird das Wasser ganz viel belüftet, dass dann quasi Kohlenstoff und Stickstoff abgebaut wird im Abwasser. Und ganz am Ende wird das Wasser dann beruhigt, sodass die ganzen Bakterien sich dann absetzen können. Und dann fließt das Wasser quasi in den Fluss rein. Das Ziel sollte eigentlich immer sein, dass das Wasser, was aus der Kläranlage rausfließt, sauberer ist als das, was im Fluss schon drin ist. Und dann wären unsere Flüsse eigentlich immer sauberer. Wäre eigentlich auch nochmal eine Folge wert, dass man sich jemanden einlädt, der uns mal was erzählt zu den einzelnen Reinigungsprozessen auf so einer Kläranlage. Ne? Ja, aber grundsätzlich, wenn ihr auf die Klospülung drückt, fließt das Wasser natürlich immer schön bergab durch die Rohre, bis es irgendwann mal ja, auf der Kläranlage ankommt, dort gereinigt wird und dann in den Fluss fließt. Das ist mal so für den Laien vielleicht die Herangehensweise. Und alles, was man da reinschmeißt, was gehört so nicht rein, Daniel? Fett gehört nicht rein ins Abwasser. Ne? Also Pommes und Frittenfett. Feuchttücher auf keinen Fall, auch wenn wir jetzt vielleicht Klopapier, Ersatzstoffe verwenden. Feuchttücher nicht reinschmeißen. Ich muss dich einmal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich habe neulich eine lustige Geschichte, beziehungsweise ja, erstaunliche Geschichte gehört. Und zwar wurde da nach der Weihnachtszeit wurden Tannenbäume in den Kanal gesteckt. Ja, also die haben den Schacht aufgemacht, das war eine relativ große Stadt und dann haben die sich einen Spaß erlaubt, das war mitten in unserem Wohngebiet, Schacht aufgemacht und die kompletten Tannenbäume, die an so einer Sammelstelle lagen, in den Schacht reingedrückt und das führte natürlich zur Verstopfung und da musste das Betriebspersonal raus, die Tannenbäume halt rausholen, die Verstopfung beseitigen und dann standen natürlich wieder die Bürger ringsherum und haben darüber gelacht. So wurde mir davon berichtet. Naja, frohe Weihnachten. Die Ratten wollen im Kanal vielleicht auch mal frohe Weihnachten feiern, oder? Kann sein. Übrigens auch noch eine Sache, die dürfen auch noch nicht in den Kanal rein. Essensreste. Und Tannenbäume natürlich. Tannenbäume dürfen auch nicht in den Kanal. Oh Mann. Ja, und dann, also das ist so der vielleicht mal der grobe Weg vom Abwasser durchs Kanalnetz. Muss man dazu noch viel mehr sagen? Vielleicht brauchen wir da auch wieder noch einen Experten, der uns da mehr zu erzählt, oder? Wir sind ja eher Experten dafür, dass das Ganze nicht stinkt, ne? Daniel? Richtig. Das ist immer dann, wenn das Wasser zu lange unterwegs ist, dann stinkt es halt viel und dafür sind wir halt immer unterwegs und kümmern uns darum. Ich würde sagen, das reicht aber für die Kategorie Abwasser einfach erklärt. Jetzt erzähl doch mal, wie du zum Bereich Abwasser gekommen bist. Ja, es könnte die Leute vielleicht ein bisschen interessieren, wie ich da komme. Ich komme eigentlich aus der Automobilindustrie, habe mal Wirtschaftsingenieur studiert und Fertigungsplanung gemacht, Fensterheber geplant früher und das war dann aber irgendwann ja nicht mehr langweilig, das ging dann nicht so schön weiter und auch zu langsam und war immer das Gleiche. Und irgendwann war dann so ja, ein guter Kumpel von mir, den sein Chef, der ist Chef von meiner Firma jetzt, Unitechnics heißt die Firma. Ja, und da waren wir einfach über Ostern dort, haben dort was getrunken zusammen und der hat dann gemeint, da gibt es so einen Professor in München und der hat gesagt, wir müssen unbedingt jemanden in Bayern haben. Unsere Firma kommt ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Und da muss es jemanden in Bayern geben, der dort quasi Vertrieb macht für Unitechnik, sonst wird das in Süddeutschland nichts. Also du liebst Herausforderungen. Habe ich das quasi mal angenommen, habe mir das mal angeschaut, so testweise.
habe mal eine Woche Urlaub genommen, habe die IFAB mitgemacht, das ist diese Fachausstellung von uns. Und danach habe ich dann entschieden, wir machen das. Nach und nach lernt man dann immer mehr kennen und ja, jetzt sind das fast 10 Jahre. Okay. Wie ist das bei dir? Du bist 10 Jahre schon dabei, krass. Ja, bei mir war das fast ähnlich. Und zwar habe ich studiert. Ich bin ja ursprünglich Volkswirt. Und da saß ich halt auch mit einem Kumpel zusammen. Der hat dann gefragt, ja, wie schaut es denn aus? Ich brauchte irgendwie noch einen Arbeitgeber, wo ich dann meine Bachelorarbeit schreiben konnte. Und so bin ich auch mehr in den Bereich der Wasserwirtschaft gekommen. Ich hatte ja damals auch schon im Studium den Bereich Wasserwirtschaft. Und da habe ich dann meine Abschlussarbeit auch bei der Firma Unitechnics, wo du jetzt auch bist, Klaus und ich, geschrieben. Und so bin ich in die Wasserwirtschaft gekommen. Hab dann, ja, zwei Ausreißer gehabt, beziehungsweise war zweimal in einer anderen Branche noch, in der Unternehmensberatung und auf den Finanzmärkten unterwegs. Hab dann aber einfach gemerkt, dass da einfach nicht die Werte vertreten werden, die ich persönlich auch habe, habe mich dann nicht wohlgefühlt. Und da habe ich mir dann die Kernfrage gestellt, okay, wo werden meine Werte vertreten? Und das habe ich halt in der Wasserwirtschaft gehabt und bin dann dahin auch wieder zurückgegangen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, geht dahin, wo eure Werte... Muss ich ja mal eigentlich eine Anekdote erzählen, ne? Ich war ja bei deinem 30. Geburtstag eingeladen. Ja. Das war so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem du wieder zurück zu Unitechnics gekommen bist. Und dann hat deine Mutter damals zu mir gesagt, als mein Daniel damals bei dieser Unternehmensberatung war, das war nicht mehr mein Daniel. Aber jetzt ist er wieder bei euch und jetzt habe ich meinen Daniel wieder zurück. Und das hat sie so mit Tränen in den Augen gesagt. Und das war so richtig, es ging bei mir auch so runter wie Öl, wo ich gedacht habe, ach, das ist aber toll. Also das ist schon auch, hat auch schon Einfluss. Dein Job, das ist ja ein großer Teil deines Lebens, ne? Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, Daniel. Was hast du gedacht, als du das erste Mal einen Schachtdeckel aufgemacht hast und da reingeschaut hast? Weißt du es noch? Ey, weißt du, woran man gute Fragen erkennt, dass ich nicht sofort eine Antwort habe? Nee, den Spruch habe ich übrigens von dir. Ich weiß gar nicht mehr, was ich daran gedacht habe. Ich habe gedacht, interessant, was ist denn da unten? Also erstmal ist das ist so wie die Steckdose in der Wand, ne? Was ist dahinter? Ist egal. Also ich stecke da einen Stecker rein, da kommt Strom raus. Alles, was dahinter und was davor passiert, das weiß man immer nicht. Und so ist es, glaube ich, auch im Abwasserbereich. Ne? Also ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Keine Ahnung, was ich gedacht habe. Es ist immer so das Interessanteste, was man zuerst zum Abwasser. Das müssen wir unseren Gast nachher auch gleich mal fragen. Also bei mir war das so, ich war in Passau und habe da einen Schacht aufgemacht und habe gedacht, ich kenne immer diese Filme, wo die riesen Kanale unter den Erde, ne? Da haben wir irgendwo in so einem Wohngebiet einen Schacht aufgemacht, da war so ein kleines Röhrchen da unten drin und ich habe gedacht, was? Warum baut man so einen riesen Schacht für so ein kleines Röhrchen da unten im Boden? Habe ich gedacht. Das weiß ich noch, das war vor 10 Jahren in Passau. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht zu eklig wird, aber ich sag's einfach mal. Und zwar, als ich mal in den Schacht reingeguckt habe und das Abwasser fließen sehen habe, ich dachte, das ist immer dicker. Also gerade auch dann, wenn du verschiedene Überleitungssysteme oder ähnliches hast, wenn verschiedene Pumpwerke und so dazwischen sind, dann ist das ja, kein Feststoff mehr. Dann in dem Sinne, wie du ihn im Klo vorfindest. Ne? Genau, ist halt alles flüssig. Und ich glaube, das war so die erste Kernerkenntnis, die ich hatte, als ich mal einen Schacht geöffnet habe. Na, man denkt ja eh, man läuft mehr in der Scheiße rum, als man wirklich tut. Ne? Aber ja. Das war auch so das erste Feedback, was ich von Kollegen gekriegt habe. Was, du wechselst in die Abwasserbranche? Läuft man da nicht die ganze Zeit in der Kacke rum und so? Und dann ist man in dem Schachtdeckel drin und überall ist die, naja, egal. Es wird auch ein bisschen eklig. Aber das denken Leute, die nicht in der Abwasserbranche tätig sind. Die denken, dass wir da ständig ja, mit Stiefeln in der Kacke rumlaufen. Ist ja teilweise auch so, auch gerade beim Betriebspersonal, also nicht ständig. Ich habe jetzt am Wochenende wieder gesehen, das hat auch die junge DWA gerepostet. Da hat jemand, musste am Wochenende raus, auch gerade die Abwasserentsorgung wieder sicherstellen, hatte Bereitschaft. Und das sind wirklich die Helden des Abwassers. Die Helden des Abwassers. Ganz unsere genau. Zuhörer sind auch die Helden des Abwassers. Ne? Genau. Die Helden des Abwassers. Ja, wir haben aber nicht nur Zuhörer, wir haben auch Gäste bei uns. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, und zwar Dr. Heinz Hiegemann, der Dritte, um genau zu sein. Ich glaube, der Dritte müsste richtig sein, wird er uns gleich korrigieren sonst. Wir müssen jetzt hier mal einladen in unseren Chat live dazu. Und ich probiere das gleich mal und dann werden wir ihn noch näher vorstellen. Okay. Wir haben jetzt den Dr. Heinz Hiegemann, den Dritten. Dritte ist richtig, ne? Nee, der Sechste. Der Sechste? Nein, ich bin der Fünfte, Ich bin der Fünfte. Mein Sohn ist der Sechste tatsächlich. Ah, okay. Also wir haben mit dem Dr. Heinz Hiegemann, den Fünften, gerade bei uns zu Gast. Wir haben dich eingeladen, um mal ein bisschen zu hören, wie ihr vielleicht mit der Corona-Krise umgeht. Du bist ja auch,
Also beim letzten Mal hatten wir ja aus Berlin jemand zu Gast. Jetzt sind wir mal in NRW unterwegs. Du bist ja bei der Emscher Genossenschaft und aber auch Dozent, glaube ich, an der Ruhr-Universität in Bochum, richtig? Genau, das mache ich noch so ein bisschen nebenbei. Falls der mein ehemaliger Chef, Professor Wichern, Bedarf hat an Vorlesungen und ich da aushelfen kann, helfe ich da ab und an auch nochmal aus. Ja, genau. Ja, haben Sie da eigentlich auch selber studiert in Bochum oder? Ich habe tatsächlich nicht in Bochum. Ich habe studiert in Duisburg an der Universität Duisburg-Essen, Water Science, sowohl Bachelor als auch Master. Und bin dann zur Promotion bin ich nach Bochum gegangen. Und ja, seitdem verbindet mich dann doch einiges mit dem Lehrstuhl. Also zum einen habe ich ja auf meiner Position, wo ich jetzt bin an der Stelle, der Professor Teichgräber, der hält ja eine Vorlesung an der Uni auch. Und da übernehme ich auch ein paar Vorlesungen. Da geht es um Industrieabwasserreinigung. Und jetzt dieses Semester hatte Professor Wichern mich angefragt, ob ich nicht die Wasserchemie-Vorlesung halten kann, da Frau Dr. Heinz, die das nochmal, ist auch lustig, die heißt übrigens Eva Heinz. Die hat ihr zweites Kind gekriegt und da hat er dann gefragt, ob ich die Vorlesung übernehmen konnte, weil ich ja aufgrund meines Studiums doch arg viel mit Wasserchemie auch zu tun habe. Und dann sage ich natürlich gerne Ja zu sowas. Ja, in Zeiten von Corona, wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema Vorlesungen so sind, wie läuft denn das aktuell an den Universitäten? Also wir sind ja da ein bisschen raus, wir sind ja auch schon fast richtig alt, also der Daniel und ich. Läuft also Betrieb oder? Einmal dazwischen fragen, wie alt sind Sie jetzt eigentlich? Hegemann. Ich bin jetzt 33. Ich werde im Mai werde ich jetzt 34. Okay. Ich werde 31. Und deswegen, also so alt, Klaus, du bist doch gar nicht so viel älter als ich, oder? Nee, wir sind aber so weit, dass wir schon aus dem Studium raus sind, meine ich, jetzt sind wir schon mal. Ist das denn jetzt so, dass dann alles da ruht oder sind sowieso gerade Semesterferien oder wie ist das gerade? Theoretisch wäre heute das Semester losgegangen am 6.4. Also heute hätte ich ja, habe ich dir auch gesagt, ne, dass ich eigentlich heute Nachmittag den ersten Vorlesungsblock gehabt hätte. Aber da ist erstmal alles auf Eis gelegt bis zum 20. April. Das heißt, das Sommersemester startet dann theoretisch am 20. April, aber wie genau das jetzt aussehen soll, also ob da wirklich Präsenzveranstaltungen stattfinden, ja oder nein, das ist noch gar nicht raus. Also ich weiß auch noch nicht, in welcher Form ich die Vorlesung dann jetzt halten werde, aber wahrscheinlich wird das auch so eine Online-Geschichte, dass ich irgendwie mich aufnehme und das Ganze dann ins Internet streame für die Studenten. Hast du das schon mal gemacht oder haben Sie das schon mal gemacht oder ist das dann auch Neuland? Ja, du wir können auch ruhig du sagen, das, wenn das ja, in Ordnung ist. Also ja, das, ich bin der Eins. Ja, ich bin der Daniel, super. Ja, hi. tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht, dieses Online-Stream. Also von daher wird das für alle, wird diese Zeit jetzt hier auch viel, viel Neues bringen, ne? Ja. Ich kenne das normalerweise nur, dass man in den Vorlesungssälen unten steht und da vor die Massen an Studenten hochspricht. Und das war ja auch eigentlich immer das Schöne daran, weswegen das macht ja auch eigentlich Spaß. Aber jetzt mal gucken, wie das ist, wenn man dann nur in eine Kamera reinspricht. Also ich kann auch mal ganz kurz davon berichten. Also bei mir im Job, da muss man halt auch teilweise Präsentationen und so machen, auch vor mehreren Zuhörern. Da hat man ja unmittelbar so eine Reaktion, auch die Gesichter eventuell der Studenten bei dir. Wenn man das online-mäßig macht, also so eine Art Webinar, so machen wir das ja jetzt mittlerweile auch schon, das ist ein komplett anderes Gefühl. Also macht deine Erfahrung, man wächst natürlich auch damit, aber es ist komplett anders nochmal. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir hatten ja jetzt, Klaus war ja auch dabei, wann war es, letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir ja unsere Fachausschusssitzung da von der DWA komplett als Videokonferenz über GoToMeeting und ich fand das schon komplett anders. Also erstmal ist es viel anstrengender, fand ich.
Finde ich auch. Weil man sehr diszipliniert sein muss, wer wann redet und wie auch immer. Und es ist einfach, es ist noch was ganz anderes, als wenn man da mit den Leuten live zusammensitzt und sich unterhält. Ja, also wir haben am Wochenende Stadt, Land, Fluss mit Freunden gespielt, also weiß ich nicht, waren wir 8 oder 9 Leute. Und normalerweise, ja, wenn man sich so im Freundeskreis trifft und Stadt, Land, Fluss spielt, das macht man so nebenbei, erzählt noch nebenbei und so. Und jetzt haben wir das auch wieder über diese Online-Plattform gemacht. Das ist so dermaßen anstrengend. Ich weiß nicht warum. Das geht auch alles viel schneller. Man muss sich viel mehr disziplinieren. Das kostet so immens an Konzentration. Welche Spezialkategorien hattet ihr dann bei Stadt, Land, Fluss? Ach, mehrere. Ich weiß gar nicht, was wir da hatten. Mordwaffe und sowas, naja. Aber Mordwaffe, okay. Ja, ja. Also ein paar Spezialkategorien waren mit dabei. Ja, das ist auch mal eine gute Idee eigentlich. Wir hatten ja auch eine Frage bei unseren Zuhörern. Was macht man mit der ganzen Freizeit in der Corona-Krise? Ne? Da kann man Stadt, Land, Fluss zum Beispiel über Online-Meeting spielen. Ja, ist auch nicht schlecht. Das geht eigentlich. Wir hatten auch schon Wer bin ich gespielt. Das geht auch. Aber es ist auch anstrengend. Das ist echt alles sehr, sehr anstrengend. Ja, gut. Wie ändert sich denn dein alltäglicher Arbeitsablauf, wenn ich das mal fragen kann, während der Corona-Zeit? Vielleicht kannst du davon einfach mal berichten. Ja, er hat sich im Prinzip zu 100% geändert. Also normalerweise ist es ja so gewesen, also ich bin bei uns ja zuständig für Industrieabwasserbehandlung und für Geruch und Korrosion im Allgemeinen. Und zwar eigentlich so, mein Arbeitsalter sah aus, dass ich eigentlich drei Tage die Woche wirklich raus war auf den Anlagen, von Anlage zu Anlage gefahren bin, den Leuten gesprochen habe, was man machen könnte, wie man was machen könnte. Also ich war wirklich viel unterwegs und den Rest habe ich dann im Büro versucht, die ganzen Daten aufzuarbeiten. Jetzt fällt das alles natürlich so ein bisschen raus. Also wir haben jetzt doch arge Probleme, irgendwie die Sachen umzusetzen, beziehungsweise ja, das in Gang zu kriegen. Also jetzt zum Beispiel müssen wir eine pH-Sonde installieren an einem Pumpwerkschacht in Bottrop. Das ist jetzt kein normales Pumpwerk, das ist ja ein Riesenpumpwerk. Da müssen wir irgendwie 40 Meter tief in den Pumpensumpf unten rein. Und jetzt ist die Frage, okay, das pH-Meter und den Auslegearm, der wurde jetzt geliefert. Aber jetzt ist zum Beispiel die Frage, wie kriegen wir den installiert? Jetzt müssen wir gucken, mit 4 Leuten, ist das überhaupt machbar? Es bremst schon alles sehr aus, muss ich sagen. 4 Leute heißt, weil ihr dürft nicht mehr als 4 auf einer Baustelle sein, oder? Nein, mit 4 Leuten meine ich, können wir da noch den Sicherheitsabstand von 2 Metern gewähren? Und ist das eine zu große Ansammlung von Leuten, die dann irgendwie da zusammen sind? Das sind alles so Fragen, die wir jetzt erstmal intern noch alles klären müssen. Und das macht natürlich die ganze Geschichte jetzt nicht einfacher. Normalerweise hätte ich gesagt, komm, wir treffen uns Donnerstag, ich setze mich ins Auto, fahre nach Bottrop und dann gucken wir, wie wir das machen. Und jetzt muss alles irgendwie mehr geplant werden, habe ich das Gefühl. Also man muss sich mehr Gedanken machen, als einfach drauf los. Man bekommt jetzt noch die Komponente an die Hand. Achtet bitte auf den Mindestabstand, beachtet die Corona-Regeln. Ja, genau. Genau, sobald externe Firmen mit im Boot sind, dann natürlich auch nur noch mit so einem mit so einer Corona-Sicherheitsabfrage. Also waren Sie in einem Risikogebiet, hatten Sie Kontakt zu einem Infizierten und so weiter und so fort. Und sobald einmal ein Kreuzchen bei Nein oder bei Ja angekreuzt wurde, dann ist natürlich das Treffen hinfällig, weil dann findet das nicht mehr statt. Ja. Das ist alles. Bist du gerade eigentlich dann im Homeoffice oder bist du jetzt noch in der Firma, also beim M-Chef? Nee, genau, wir sind jetzt alle angehalten worden, die Homeoffice machen können, auch Homeoffice zu machen, beziehungsweise bei uns heißt das Pharma, flexibles und mobiles Arbeiten. Das heißt, das war im Prinzip eine Anordnung tatsächlich, dass wir jetzt zu Hause bleiben sollen und nur noch wirklich, wenn es zwingend notwendig ist, in eine Firma zu kommen. Zum Beispiel hatte ich das letzte Woche, da brauchte ich unbedingt Daten, Fördermengendaten. Wir haben so ein System, also Akron nennt sich das. Da können wir unsere Betriebsdaten drüber abrufen. Und das funktionierte aber jetzt nicht über unseren VPN-Client. Das heißt, ich musste dann, um mir die Daten zu holen, musste ich letzte Woche zum Beispiel auch für Firma fahren. Mhm.
Aber sowas soll auch die Ausnahme bleiben, dass man im Prinzip wirklich jetzt möglichst alles von zu Hause aus erledigt. Okay. Ja, krass. Das ist natürlich auch eine Umstellung. Und könnt ihr dann eigentlich die Überwachung der Einleiter noch gewährleisten oder ist das schon so ein bisschen zum Erliegen gekommen? Weil ihr seid ja schon eine Überwachungsbehörde ein Stück weit, ne? Also so Überwachungsinstanz. Ja, wir überwachen die, viele überwachen sich ja auch selbst und schicken uns dann in regelmäßigen Abständen einfach die Daten. Und aber so solche Sachen werden natürlich, das sind natürlich essentielle Dinge, diese Überwachungswerte, die sind natürlich sichergestellt. Also der Betrieb beziehungsweise auch das Labor, das wurde jetzt so geregelt, wie das ja viele auch. Also ich weiß, bei meinem Vater zum Beispiel, der arbeitet bei der Stadt in Meschede, also Stadt Meschede, die haben das auch so geregelt, wie wir, dass im Prinzip die komplette Belegschaft in zwei Teams aufgeteilt wurde und dass sie sich wochenweise abwechseln. Also dass immer eine Hälfte des Teams auf den Anlagen ist und die Anlagen betreibt. Und die andere Hälfte im Homeoffice beziehungsweise in Lauerstellung, falls irgendwas Schlimmeres passieren sollte. Dass, wenn sich irgendwer infiziert und es losgeht, dass man immer noch ein Team hat, das quasi heile ist, das weiterarbeiten kann. So ist auch bisher das größte Feedback, was ich jetzt von den Abwasserbetreibern gehört habe, oder von den Kanalnetzbetreibern. Also ein oder zwei Wochen, dann wechseln die immer jeweils im Team, haben sich in zwei Teams gegliedert, um halt den Notfallbetrieb aufrechtzuerhalten. Da spielt diese Betriebsoptimierung halt aktuell sehr, sehr gering eine Rolle. Also das, was du jetzt zum Beispiel machst mit Geruch und Korrosion, das spielt dann da jetzt eher untergeordnet eine Rolle, ne? Bis wahrscheinlich dann die ersten strengen Bürgerbeschwerden oder Ähnliches kommen. Ja, genau, das ist so im Moment der Fall. Also erstmal muss sich der Betrieb da natürlich auch drauf einstellen, die ganzen Gruppenleitungen, die ja dann für mehrere Kläranlagen, je nachdem in welchem Gebiet sie sind, zuständig sind, die müssen sich da jetzt auch erstmal drauf einschießen, auf diese neue Situation. Und dann ist natürlich, ja, wie du schon sagtest, ich bin eher für die Optimierung von Anlagen zuständig. Das kommt dann natürlich erstmal hinten dran. Ja. Also gerade geht es erstmal darum, dass die Anlagen vernünftig laufen und alles, was dann mit Optimierungen zu tun hat, das wird dann wahrscheinlich eher wieder akut, wenn man sich an die neue Situation gewöhnt hat, so ein bisschen. Mhm. Ja, es ist natürlich für uns auch so ein Thema. Ne? Wir haben ja auch viel mit der Betriebsoptimierung zu tun und ja, das ist so aktuell höre ich halt viele, ja, die wollen sich irgendwie einstellen auf das neue, dieses Videokonferenz ist ja vielleicht auch irgendwas, was später bleiben wird, denke ich mal. Hoffe ich mir auch ein bisschen, dass man ein bisschen weniger unterwegs ist. Vielleicht kann man vieles auch über das machen, aber das wirkliche Treffen und vor Ort in der größeren Gruppe sich was klären, das es kommt einfach dann zu kurz und da bleibt doch einiges auf der Strecke. Das ist dann die Frage, wie lange es nachher dauert. Ne? Ja, wir stellen ja unseren Leuten nicht nur fachliche Fragen, sondern müssen wir ja auch mal ein bisschen vielleicht Leute, die das hier interessiert, wen wir hier so als Gast haben, müssen wir über dich ja auch noch ein paar Fragen stellen. Wir haben uns selbst vorhin schon mal selbst die Frage gestellt, da warst du noch nicht mit in der Runde. Was war so das Erste, wie man mit Abwasser in Kontakt gekommen ist und was ist daran so, warum ist man dabei geblieben? Das würden wir dich auch gern fragen vielleicht. Würde vielleicht andere auch interessieren. Okay, alles klar. Das Erste, womit ich mit Abwasser in Kontakt gekommen bin, das war tatsächlich während des Studiums. Das war ja Water Science, da war viel Mikrobiologie und analytische Chemie. Und im Master fing das dann an, dass man so Vorlesungen wie Wastewater Treatment gehört hat, dass man da halt auch mehr mit in Kontakt gekommen ist. Und dann, also als infiziert wurde ich tatsächlich dann aber erst während der Masterarbeit, die habe ich beim Ruhrverband geschrieben in Plettenberg, auf der Kläranlage und zwar über die Deammonifikation, die damals da lief. Da hatten sie Betriebsprobleme und ich habe das so ein bisschen durchleuchtet, die Daten und habe da Messreihen gefahren und das war wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt genau das, was ich eigentlich will. Also nicht nur reine Biologie oder reine Chemie, sondern wirklich dieses Mikrobiologie auch noch gepaart mit diesen Ingenieurwissenschaften und
das, da hat es mich dann irgendwie gefangen. So. Und das war auch der Grund, warum ich dann entschieden habe, jetzt nicht irgendwie direkt anfangen zu arbeiten, sag ich mal, sondern noch die Promotion hinten ran zu schieben, weil ansonsten wäre es nämlich schwer gewesen, mit dem Abschluss, sag ich mal, was Adäquates im Bereich Siedlungswasserwirtschaft zu finden, einfach mit Water Science, glaube ich. So dass ich dann im Prinzip nochmal jetzt diese 5 Jahre Promotion hinten rangehangen habe, um auch den ingenieurwissenschaftlichen Bereich noch ordentlich reinzukriegen. Das heißt, du warst ja in Duisburg, hast du sagen, studiert. War das ein englischer Studiengang? Ja, jein. Also der Bachelor, da wurden die Vorlesungsfolien und Unterlagen war durchweg komplett auf Englisch. Aber im Bachelor waren zumindest die Vorlesungen noch auf Deutsch gehalten von den Dozenten. Und im Master, da sie den Studiengang sehr international gehalten haben, also wir hatten sehr viele Inder, sehr viele Chinesen auch bei uns mit im Studiengang. Der Master war dann komplett auf Englisch. Also wirklich, da wurden auch die Vorlesungen auf Englisch gehalten. Die Klausuren mussten auf Englisch geschrieben werden. Und man brauchte halt auch ein Zertifikat, also so ein IELTS-Test oder so ein TOEFL-Test mit einem bestimmten Ergebnis, dass man überhaupt zugelassen wurde zum Master. Da erzählst du was Bekanntes. Es klingelt ja. 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 Okay. Auch wenn es schon fast 10 Jahre her ist. Ja, der TOEFL-Test, ganz genau. Also ich finde das total beeindruckend, wenn man das auf Englisch macht. Also das ist natürlich auch gut für später, für die Kommunikation, dass man das gleich kann. Gibt es den Studiengang noch? Ja, ne? Oder? Den Studiengang gibt es noch, ja. Und mittlerweile wird er auch bekannter. Also ich hatte das Gefühl, ich war einer, ich weiß gar nicht, seit wann es den überhaupt gibt, aber ich habe damals 2007 habe ich angefangen und da war der noch sehr neu. Und da hatte man dann hinterher auch wirklich damit zu kämpfen bei den alten Hasen der Sivavi-Branche, sage ich jetzt mal, hier im Ruhrgebiet. Ja, die kannten den Studiengang nicht so wirklich und wenn man gesagt hat, ich habe Water Science studiert, das hat ja nichts mit Ingenieurwissenschaften zu tun, wir brauchen hier Siedlungen, also Bauingenieure ganz klassisch und von daher, jetzt habe ich gerade einen Anruf gekriegt, seid ihr noch da? Wir sind noch da. Okay, alles klar. Das ja, ich habe den mal sein. Weggedrückt. Hol die mit rein, nein. Nee, ich habe den jetzt gerade weggedrückt und hatte ein bisschen Sorge, dass ich unseren Anruf auch beende. Aber das hat anscheinend so funktioniert. Passt. Ja, aber ich glaube, er wird jetzt auch wirklich besser angesehen. Also der Professor Teichgräbe, der hat ja jetzt mit mir zumindest schon mal einen im Team, der ganz gut da rausgegangen ist und der, ich glaube, der hat auch auf dem Schirm, dass im Prinzip da gute Leute ausgebildet werden, die einiges auf dem Kasten haben. Ja, und wenn man dich jetzt als Dozent mal hören will, was für einen Studiengang muss man dann in Bochum belegen? Dann sollte man entweder Bauingenieurwesen belegen oder UTRM, Umwelttechnik und Ressourcenmanagement belegen und dann im Idealfall sollte man sich dann auf Abwasser spezialisieren oder Sivavi spezialisieren im Master, denn die Vorlesungen, die ich da halte, die sind alle im Master. Sowohl industrielle Abwasserreinigungen findet im Master statt, ist ein Vertiefungsfach und Wasserchemie ist auch ein Vertiefungsfach. Also man müsste zumindest in den Master kommen, wenn man mich hören möchte. Ja, das ist ganz später alles digital, dann kann man sich ja bei YouTube das mal anschauen, was du uns dann erklärst. Ne? Das ist ja vielleicht sowieso gut, wenn man die Vorlesung 10-mal hält, ne? Kann man doch ein Video abspielen. Ja, genau, eigentlich schon. Ne? Man müsste es nur einmal vernünftig aufzeichnen. Ja. Ich weiß nicht, es ändert sich ja jetzt nicht so viel in bestimmten Bereichen. Man muss dann immer nur die Module anpassen, wo sich wirklich neue Erkenntnisse erklärt. Ne? Genau, ja. Wie ist das eigentlich so, was machst du jetzt in deiner Freizeit? Also man hat ja aufgrund dieses, du bist ja auch jetzt, du wohnst dann wahrscheinlich auch in NRW, oder?
Genau, ich wohne in NRW. Ich wohne nicht direkt im Ruhrgebiet. Ich bin Randlage, wohne ich in Wetter. Und in meiner Freizeit, ja, wir haben uns jetzt tatsächlich ein Haus gekauft. Nach langjähriger Suche haben wir eins gefunden. Ja, und das ist meine Freizeit im Prinzip. Begeistert. Also, das jetzt quasi gerade auf Vordermann zu bringen, sodass wir dann auch hoffentlich Ende des Jahres einziehen können. Also eigentlich mache ich nichts anderes, außer ja, tagsüber so bis 15, 16 Uhr hier im Homeoffice zu sitzen, zu arbeiten, dann ab in die Engelbert Strauß und ab zum Haus, ne? Und dann irgendwann Was? abends wieder ins Bett fallen. Was ist so das Schwierigste, was du dir zugetraut hast bis jetzt? Beim Haus selber zu machen? Beim Haus selber zu machen. Ja, Ja, also so genau. lange sind wir ja noch nicht, so lange sind wir noch nicht dabei. Aber wir haben jetzt, die erste Wand ist gefallen am Wochenende. Das war sehr aufregend. Richtig mit dem Vorschlaghammer? Richtig die Wand zerhauen? Ja, Boschhammer und Vorschlaghammer, genau. Krass. Aber das grundsätzliche Haus steht da noch. Das Grundsätzliche? Nein, das grundsätzliche Haus steht noch. Ich habe auch einen befreundeten, also einen Kollegen im Prinzip, einen Freund, der ist in Rente, Pension, wie man es auch nennt. Den kenne ich aus der Meerwasseraquaristik sozusagen. Und der hilft mir da, weil der früher im Prinzip hat der Altbausanierung gemacht. Okay. Und der steht mir da fast täglich mit Rat und Tat zur Seite. Und der war natürlich dabei, als wir das Ding da zusammengekloppt haben. Aber ist schon interessant, wenn dann auf einmal merkt man erstmal, dass die Decken überhaupt nicht auf einer Höhe sind, sondern dass da irgendwie 10 Zentimeter Versatz ist. Man macht sich denn dann doch mal Das sind die mehr Bergsenkungen, Gedanken. Heinz. Das sind die Bergsenkungen, die. Naja, in Wetter, glaube ich, gibt es die noch nicht, die Bergsenkung. Also Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Ja. Also ich kann das auch bloß nochmal bestätigen. Also ich baue gerade selbst eine Terrasse und ich habe Ja. einfach mal gemerkt, wie aufwendig das ist. Ich hätte mir das viel einfacher vorgestellt. Und ja, ich will nicht sagen, dass ich schon verzweifelt bin, aber man muss sich dann doch seine Informationen zusammensuchen, die man benötigt dafür. Solange Ja, das ja, ja. Entwässerungssystem okay ist, ist es ja vielleicht okay. Das hast du ja bestimmt schon alles gecheckt, ne? Ja, natürlich. Also Kanal ist relativ neu. Den Wetter passt schon. Ja, jetzt haben wir schon wieder viel gequatscht. Heinz, ich danke dir erstmal, dass du Gast warst. Willst du vielleicht noch unseren Zuhörern irgendwas mitteilen, was du schon immer wir haben jetzt über 100 Zuhörer gehabt seit letzter Woche, vielleicht werden es nächste Woche dann 1000, je nachdem. Na, okay. Ja. Genau. Ja, bestimmt. Was Nein, ich willst du finde unseren das Zuhörern eine gleich super nochmal Sache, was ich den Leuten mitgeben will. Eigentlich nichts Bestimmtes. Ich kann nur sagen, auch an die jungen Leute, ne, das mit der jungen BWA nimmt ja jetzt Fahrt auf. Engagiert euch auch ein bisschen neben dem Job irgendwie dabei, dieses Netzwerk aufzubauen, weil ich glaube, das ist mega wichtig, dass man einfach Leute kennt und nicht nur vom Job her kennt, sondern auch eventuell mal privat mit denen gequatscht hat und sich getroffen hat. Das macht das Arbeiten, glaube ich, viel einfacher. Und wichtig ist ja, dass auch die kompetenten Leute irgendwie nicht nur ihr eigenes Süppchen kochen, sondern dass man da so ein bisschen zusammen reingeht. Weil ich merke es ja selber, es ist einfach angenehmer, wenn man mit den Leuten auch mal schon mal ein Bier getrunken hat oder wie auch immer. Von daher kann ich da nur sagen, dass man sich da eventuell auch mal zu durchringen sollte, zu solchen jungen BWA-Stammtischen zu gehen, um die Leute auch mal außerhalb des Berufs so ein bisschen kennenzulernen, ne? Und von daher finde ich das eine super Sache mit diesem Podcast. Ich habe es ja auch direkt per WhatsApp geschrieben, dass ich das mega cool finde, dass ihr sowas jetzt mal aufgezogen habt, weil es das in der Form ja, glaube ich, noch nicht gibt. Und von daher super Sache. Und danke, Okay. dass ich dabei sein durfte. Ja, Ja, wir sehr haben uns auch gerne. gefreut. Können wir dich noch als verfahrenstechnischen Experten für industrielle Abwässereinleitungen ins Kanalnetz dastehen lassen? Dass Leute, die eventuell Fragen haben, gerade in diesem Themenbereich, auf dich zukommen können?
Ja, da können Sie auf mich zukommen und wie gesagt, also mit dem Abwasserkanal Emscher haben wir auch ein relativ großes Projekt, was Abluft- und Dosierstationen anbelangt. Also falls da Fragen sein sollten, das ist natürlich auch, das wäre wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Sendung irgendwie. Aber das ist natürlich auch ein geiles Teil und da bin ich auch irgendwie, bin ich froh, dass ich auf dieser Stelle gelandet bin und mich da drum kümmern darf. Also nicht nur Experte für industrielle Einleitungen, sondern auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, Geruch und Korrosion möchte ich mir eigentlich auch auf meine Kappe schreiben. Ja, dann würden wir das doch machen. Wir können ja mal unter dem Podcast das verlinken. Zum einen Trulli-Tropfen müssen wir verlinken, haben wir ja am Anfang gesagt. Und zum zweiten würden wir vielleicht deine E-Mail-Adresse mal verlinken, wenn das für dich okay ist. Ja, könnt ihr gerne machen. Wer gerne mit dir in Genau. Kontakt treten will, kann das machen. Ansonsten werden wir nächste Woche uns wieder ein neues Thema vornehmen. Wir haben schon überlegt, ob wir mal einen weiblichen Gast haben nächste Woche. Haben wir noch nicht ganz klar, aber es könnte sein, dass das nächste Woche so ist. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder ein paar Kommentare schreibt, ob euch das gefallen hat die Woche. Vielleicht den einen oder anderen Like dalassen und uns followen und uns, wie sagt man, subscriben und was weiß ich, dass wir auch quasi in der Podcast-Rangliste ganz oben landen. Und ja, würde mich freuen, wenn das Feedback so ist, dann machen wir das hier noch eine, wir haben das ja echt geplant, dass wir das ein bisschen weitermachen noch. Und für Tipps sind wir mal dankbar. Daniel, hast du noch irgendwie was du noch sagen wolltest? Ja, also ich würde noch mal sagen, also folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert unseren Podcast über die ja, gängigen Podcast-Anbieter. Falls ihr irgendwie einen anderen Podcast-Anbieter, so einen Sammel-Podcast-Anbieter verwendet, kopiert einfach den RSS-Feed, den wir auch noch mal unter dem ja, Podcast verlinken oder unter unserem Instagram-Post einfach dort in eure Suchleiste hinein und dann findet ihr ihn auch bei eurem Podcast-Anbieter, den ihr vielleicht, weiß nicht, alternativ nutzt. Ja, ansonsten möchte ich mich auch noch mal bedanken. Vielen Dank an dich, Klaus, und natürlich auch an Heinz. Danke, dass du mit dabei warst. Ja. Und vielleicht machen wir ja auch nochmal sowas, vielleicht als Idee, Klaus, können wir ja so ein Add-on mal produzieren, auch dann gerade, wenn alle mit Video dabei sind, dass da Heinz mal verfahrenstechnisch den Emscher vorstellt, wo da die Dosierstationen geplant sind, Abluftanlagen, und dass wir das einfach mal optional zur Verfügung stellen, so ein Video aufnehmen und dann auf YouTube veröffentlichen. Ja, bestimmte Gäste kann man ja öfter einladen, wenn die kompetent rüberkommen. Wenn wir ja jetzt sehen, dann Feedback. Ja, Ja. dann bleibt uns eigentlich nur noch zum Schluss zu sagen, danke nochmal von mir, Heinz, auch an dich. Und ja, zum Abschluss immer Panterei, alles fließt abwärts. Ne? Also, Genau. bis dann, ciao. Alles klar, vielen Dank, macht's gut, ihr zwei, ciao.